Was für aufregende Zeiten. Die PlayStation 4 2 steht vor der Tür und wir bei MRTV freuen uns sehr drauf. Vielleicht schaut ihr dieses Video, weil ihr euch endlich dazu entschlossen habt, in VR einzusteigen, aber keine Ahnung habt, welche Spiele euer hart verdientes Geld wert sind. Perfekt, ihr habt hier das richtige Video gefunden. Hier sind die 10 besten PlayStation 4 2 Titel zum Start der VR-Brille für Leute, die noch keine Erfahrung mit VR haben. Lasst uns eure leere Leinwand mit etwas VR-Magie befüllen. Und genau damit geht's jetzt los. Bevor wir loslegen, mein Name ist Sebastian Ang und dieser Kanal heißt MRTV. Wenn ihr euch für VR begeistert oder gerade erst ins Thema einsteigt, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Kanal hier abonnieren und das Glockensymbol klicken, damit ihr nichts verpasst. Hier auf MRTV halten wir euch über die PSVR 2 und über VR im Allgemeinen auf dem allerneuesten Stand. Aber jetzt kommen wir zu unseren 10 besten PSVR 2 Starttiteln für VR-Neuansteiger. Den Anfang unserer Liste auf Platz 10 macht Demio, ein Fantasy-Rollenspiel im Stil von Dungeons & Dragons, welches euch dank VR aber eine komplett neue Ebene der Immersion verspricht. Als Spieler führt ihr euer eigenes Heldenteam in den Kampf gegen eine Horde von Monstern und die Möglichkeit, dies in VR zusammen mit euren Freunden zu tun, ist einfach fantastisch. Demio ist ein wunderbarer Einstieg in die VR, weil es den Magen schont und trotzdem die Magie von VR vermittelt. Das müssen Fans von Rollenspielen und solche, die es werden wollen, unbedingt ausprobieren. Jetzt, wo ihr euch schon etwas an VR gewöhnen konntet, wollt ihr natürlich mal einen Shooter in VR testen. Das macht Sinn und wir haben das perfekte Spiel für euch. Auf Platz 9 befindet sich After the Fall, ein postapokalyptischer Zombie-Shooter, der in einer alternativen Version von Los Angeles spielt. Die Spieler müssen im Multiplayer Horden von Monstern abwehren und zusammenarbeiten, um die Geheimnisse dieser neuen Welt zu lüften. After the Fall ist plattformübergreifend, sodass es keine Rolle spielt, welche VR-Headsets eure Freunde besitzen. Ihr könnt euch trotzdem mit ihnen zusammentun und gemeinsam dieses eiskalte Zombie-Abenteuer erleben. Rhythmusspiele in VR sind einfach fantastisch und glaubt mir, es gibt da draußen viel mehr als nur Beat Saber. Auf Platz 8 folgt der PSVR 2 Launch-Titel Synth Riders. Ein Rhythmusspiel, bei dem ihr zu einigen der besten elektronischen Musikstücke mitgrooven könnt. Mit VR haben die Spieler das Gefühl, wirklich mitten bei der Tanzparty dabei zu sein und ihr müsst euch passend zum Beat bewegen, um Hindernissen auszuweichen und Ziele zu treffen. Wollt ihr den Zustand des Flows erreichen? Synth Riders wird euch gefallen. Wir möchten euch hier eine breite Auswahl an Genres für den Einstieg in VR bieten. Auf Platz 7 findet ihr Resident Evil Village, den neuesten Teil der langjährigen Survival-Horror-Serie. VR ist unglaublich immersiv und ich muss euch sagen, dass Horrorspiele für mich persönlich einfach zu immersiv sind. Aber ich weiß, dass sehr viele von euch da draußen diese Art von Nervenkitzel lieben. In Resident Evil Village werden eure Frau und Tochter entführt und in ein Dorf tief in den verschneiten Bergen Europas gebracht. Dort müsst ihr gegen verschiedene Monster wie Vampire, Wölfe und viele andere Kreaturen kämpfen, um eure Familie von der bösen Mutter Miranda zu retten. Teil 8 soll zwar nicht ganz so gruselig wie Teil 7 sein, aber eine Gänsehaut ist bestimmt drin. Nachdem ihr nun schon so viele großartige VR-Titel genossen habt, glauben wir, dass ihr bereit seid, viel mehr Zeit in VR zu verbringen. Und es gibt wohl kein besseres Spiel, um ein paar Wochen oder Monate in eurem neuen Headset zu verbringen, als das, was als nächstes auf der Liste auf Platz 6 steht. No Man's Sky. Das Weltraumerkundungsspiel, das die Spieler zu verschiedenen Planeten reisen und völlig neue Lebensformen entdecken lässt. Mit der PSVR 2 haben die Spieler das Gefühl, sich wirklich im Cockpit des Raumschiffs zu befinden, was das Erlebnis noch aufregender und immersiver macht. Die Erde ist euch zu langweilig? Kein Problem. Entflieht einfach diesen Planeten und erkundet mit Freunden komplett neue Welten. Apropos Weltraum. Ja, es gibt ein Star Wars Spiel unter den PSVR 2 Launch Titeln. Und wenn ihr Star Wars Fans seid, solltet ihr es euch auf jeden Fall zulegen. Auf Platz 5 befindet sich Star Wars Tales of Galaxy's Edge. Ein VR-Spiel, das die Spieler auf den Planeten Batuu führt, wo sie den Planeten erkunden, Feinde bekämpfen und mit bekannten Figuren aus dem Star Wars Universum interagieren können.
Sei in VR endlich beim Kampf um die Zukunft dabei, anstatt ihn nur auf einem 2D-Bildschirm zu verfolgen. Auf Platz 4 liegt Pistol Whip. Aber Moment, noch ein Rhythmusspiel? Hatten wir das nicht schon in der Liste? Ja, aber dieses Spiel ist auch gleichzeitig ein Shooter. Ein Shooter, bei dem ihr euch wie John Wick fühlen werdet, aber John Wick auf einem absolut abgefahrenen Musiktrip. In diesem rhythmusbasierten Shooter müssen die Spieler ausweichen und sich ihren Weg durch eine bunte Welt voller Neonlichter schießen. Ihr werdet das Gefühl haben, ein absoluter Revolverheld zu sein, was dieses Spiel zu einem unserer Lieblings-VR-Spiele macht, das ihr absolut nicht verpassen solltet. Auf Platz 3 haben wir Gran Turismo 7, den allerneuesten Teil der langjährigen Rennserie. Mit der PSVR 2 könnt ihr nun endlich wirklich auf dem Fahrersitz Platz nehmen, was jedes Rennen zu einem noch intensiveren und aufregenderen Erlebnis macht. Glaubt uns, Rennspiele in VR sind genauso gut, wie ihr euch das vorstellt. Und wir sind sicher, dass sich viele Leute eine PSVR 2 zulegen werden, nur um Gran Turismo 7 in VR erleben zu können. Ihr könnt das Spiel in all den Hunderten von Autos und auf allen Rennstrecken erleben, denn GT7 wurde tatsächlich mit VR im Hinterkopf entwickelt. Auf Platz 2 haben wir zwei Spiele, die ihr einfach nicht verpassen dürft. Moss 1 und 2 sind zwei der charmantesten VR-Spiele, die jemals speziell für dieses Medium entwickelt wurden und nur in VR erlebt werden können. Die Spieler erkunden eine Welt voller Wunder und Abenteuer, die euch eure Entscheidung, erst jetzt in VR einzusteigen und nicht schon viel früher in Frage stellen lassen werdet. Als Spieler begleitet man Quill, eine kleine Maus, auf ihre magische Reise, löst Rätsel und bekämpft Feinde auf dem spannenden Weg zum Ziel. Ihr, die Spieler, seid Teil dieser Umgebung, was das Spiel überraschend immersiv macht, auch wenn es sich nicht um ein Spielerlebnis aus der Ich-Perspektive handelt. Und hier sind wir. Auf Platz 1 haben wir Horizon Call of the Mountain. Die erste AAA-Produktion von Sony für die PSVR 2. In Horizon Call of the Mountain könnt ihr tatsächlich in die atemberaubende Fantasy-Welt von Aloy eintauchen. Dieses Mal jedoch als Rias, dem Hauptprotagonisten des Spiels, und mit einem Bogen ausgestattet geht es darum, verschiedenste Roboterkreaturen zu besiegen und, wie der Titel schon vermuten lässt, Berge zu erklimmen, während ihr die atemberaubende Umgebung erkundet. Im Laufe des Spiels schaltet ihr zusätzliche Werkzeuge und Ausrüstungsgegenstände frei, mit denen ihr bei der Erkundung der Welt und im Kampf noch effizienter sein könnt. Eine der wichtigsten Sony IPs in VR zu erleben, ist echt ein Traum und wir können nur hoffen, dass Sony bald seine anderen großen Namen für VR in Angriff nimmt. Und damit endet unser Countdown der 10 besten PSVR 2 Launch-Titel für VR-Neulinge. Wir hoffen, dass dies ein guter Startpunkt für euch ist, um alles zu erkunden, was die PSVR 2 und VR zu bieten haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für viele weitere informative PSVR 2 Videos in der Zukunft. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die PSVR 2 uns noch für tolle Spiele bringen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn, macht's gut, tschüss.